Nach Napoleons Niederlage brauchte es in Europa eine Neuordnung. Diese Neuordnung wurde 1815 auf dem Wiener Kongress in Wien beschlossen. Die wichtigsten Ziele des Wiener Kongresses waren es, die alten Herrschersysteme zu restaurieren und die nationalen Bewegungen und die demokratischen Bewegungen für die Zukunft zu unterdrücken und in Zukunft Kriege zu verhindern. Es gab deswegen eine Aufteilung Europas in fünf Großmächte, die es auch schon zuvor gegeben hatte, nämlich in Großbritannien, Frankreich, Österreich-Ungarn, Preußen und Russland. Diese fünf Mächte sollten ungefähr gleich mächtig sein, damit es ein Mächtegleichgewicht gibt und deshalb einen stabilen Frieden für die Zukunft. Außerdem entschlossen sich Russland, Österreich-Ungarn und Deutsch-Preußen dazu, in Zukunft zusammenzuarbeiten, um Revolutionen, demokratische, freiheitliche, republikanische Revolutionen in Zukunft zu verhindern. Außerdem wurden die Grenzen ungefähr wieder wie vor Napoleons Zeit gezogen. Insgesamt stellte der Wiener Kongress die vorrevolutionären Zustände in Europa wieder her. Die Hoffnungen der Deutschen auf einen einheitlichen Gesamtstaat wurden enttäuscht. Die Führung im Wiener Kongress übernahm Fürst Metternich, ein Fürst aus Österreich-Ungarn, der noch bis 1848, bis zu der Revolution, Österreichs Staatsmann Nummer 1 war. An diesen Verhandlungen in Wien nahmen auch nur Fürsten und Adelige teil. Die wichtigsten Ziele des Wiener Kongresses waren es, die alten monarchistischen Dynastien wieder einzuführen und die Grenzen ungefähr wieder so festzulegen, wie sie vor Napoleons Vorherrschaft in Europa gewesen waren. Die Revolution, auch in Frankreich gab es eine Revolution, da wurde das alte Adelsgeschlecht wieder herangeführt. Ludwig der 16. Ist ja gestürzt worden und die Nachkommen von ihm wurden dann neue Könige von Frankreich. Also alles Alte wurde restauriert und eine Allianz gegen zukünftige Revolutionen geschlossen. Das sind die wichtigsten Punkte des Wiener Kongresses 1815. Viel Spaß und haut rein, ne?